Hallöchen und willkommen zurück zu Let's Dance. Let's kill everything in our way. And fuck this area in particular. Alles kaputt, Mann. Ja, wir sind hier gerade auf dem Weg, Sobrig einzunehmen, Platz zu machen. Und dann was auch immer. Alle Klassenquests hier, ne? H2. Ein mehrstufiger Bonus und. Und Freibier. Wie kommst du da drauf? Das, was ich dir geschickt habe vorhin. Was hat das mit Freibier zu tun? Das wüsstest du wohl gerne. Ich lass dir die nächsten jetzt. Ich glaube, du würdest es auch selber gerne wissen. Nein, ich weiß es. Aha. Das glaube ich das. Dann erklär's. Tja, das wüsstest du wohl gerne, was? Da. So, irgendjemand muss da rechts was drücken. Das ist Herr Paul. Komm, faule Paule. Nur plündern, ja. Das ist wichtiger als alles andere. Hast du nicht schon alle Berufe durch? Ich nö. Bin gleich nächste Stufe. Yeah. Was tust du hier eigentlich? Jo, hab ich vorhin schon mal erzählt. Nee. Kiste übersehen vorwiegend. Doch, dass ich als erst Detonatoren gesammelt habe und jetzt Sensoren zerstöre. Oder hab ich die noch nicht? Doch, eigentlich. Ja, zerstöre die. Ja. Zwecks? Na, Zwecks, Tanovik und so finden und das... Er hat mit dir telefoniert, oder mehr oder weniger, er hat über dich, glaube ich, doch irgendwie den Auftrag 21, 22. Nee, der hat sich die Detonatoren geklaut, hat die von jemandem gekriegt und sollte da irgendwas sprengen, hat es aber nicht gemacht. Aber die Sensoren müssen erstmal ausgeschaltet werden. Ah, und ja, dann kann ich seinen Auftrag beenden. Mehr ein Zusammenhang. So, und Hurricane ist hier, um... Ich muss hier das Fahrzeugdepot infiltrieren und mich dem Widerstandsteam anschließen. Aha. Ja, genau. Du willst das so mit einnehmen. Machen die hier Frozen Saints und so. Alles kaputt hier. Da ist Doc. Hallo, Archiban. Jetzt hast du alles verraten. Habt ihr Zugang zum imperialen Netzwerk erlangt? Haben bereits alles runtergeladen. Wir wollten gerade aufbrechen, als dieses Lazarettschiff landete, um nachzutanken. Avers und seine Männer haben das Feuer eröffnet. Balmoranischer Abschaum. Mörder. Meine Männer sterben. Jetzt können wir das Medi-Center nicht mehr erreichen. Ihr habt mir ein Riesengeschenk gemacht, Imperialer. Ich wette, ihr habt da tolle Ausrüstung auf diesem Schiff. Gierige Made. Diese Soldaten haben Balmora verteidigt. Das Einzige, vor dem Balmora beschützt werden muss, seid ihr. Hört ihr mich? Die Kämpfe haben die Kolikoiden aufgescheucht. Ganze Wellen sind auf dem Weg zum Stadtrand. Verschwindet von dort oder sie umzingeln euch. Kolikoiden, sie werden uns in Stücke reißen. Männer, jeder ist auf sich allein gestellt. Lauft! Was für ein Anführer. Wir können nicht fliehen! Diese Bestien werden uns töten! Ich lasse keine Verwundeten zurück, auch keine Imperialen. Wobei ich natürlich auch nicht unbedingt gefressen werden will. Ja, Auftrag erkannt. Dass sie aber auch alle immer nur Seitenstechen haben. Wenn mir jemand die Kolikoiden vom Leib hält. Ich wollte es gerade sagen, die haben immer nur links die Rippen kaputt. Sorgt ihr für ein medizinisches Wunder. Ich kümmere mich um die Kolikoiden. Möge die Macht mit uns sein. Wenn wir sterben, dann zumindest als Helden. Aber das werden wir nicht, oder?
Habt ihr das gehört? Sie sind hier! Hat sich gerade wie so ein Schweinchen angehört. Ist noch was. Die Käferschweinchen. Ich sehe die noch nicht mal. Jetzt. Ich komme aus einer nicht vorhandenen Tür. Also einer zunehmenden Tür. Schon? Okay, das ist ein bisschen armselig. Das ist echt ein bisschen schwach. Ich hab schon so einige verrückte Sachen gemacht, aber das war die Krönung. Das war heldenhaft. Diese Männer verdanken euch ihr Leben. Genau wie ich. Das ist auch eine geile Band. Ich will, dass jeder Imperiale auf Balmorra erfährt, wie ein Jedi und ein Widerstandsarzt euch das Leben gerettet haben. Ich würde nie einen Bericht fälschen, wie zuwider er mir auch ist. Mit einem weiteren Transportschiff wäre es einfacher, von hier zu verschwinden. Aber ich habe draußen einen Schlitten gesehen. Leider nur ein Einsitzer. Ach, ihr passt da doch zu zweit drauf. Schön kuscheln. Ich finde schon einen Weg hinaus, Doc. Der Schlitten gehört euch. Danke. Ich schulde euch was. Euer Freund Warren wartet bei diesen Koordinaten. Wir treffen uns dort. Viel Glück. So, Typen umklatschen, Vorratslager finden und Wachen bestechen. Genau, Wachen bestechen. Ach, ich flieg schon wieder jemanden hinterher, der gar nicht zu uns gehört. Stecher bewachen. Ja, brauche ich ihn auch. Sah so verlockend aus. Ich muss in der Kantine auch was. Genau. Ja, in die Kantine müssen wir im Anschluss auch noch. Ja, aber ich muss auch zu der korrupten Wache. Ja, wegen der bin ich gerade hergefahren. Ein Traum. Elite hier GZ. Drin. GZ. Gratz. So, jetzt müssen wir nächste Musik ändern. So, jetzt will ich mal meinen... Da vorne Drücki-Drücki machen, alles klar. Drück die Knöpfe. Wer musste im Anschluss in die Kantine? Ich weiß es gerade nicht mehr. Ich glaube, wir. Das ich? Alle? Nein, einer muss für die Klassenquest in die Kantine. Warte, wo muss ich hin? Ich muss ins Gefängnis. Ich glaube nicht, dass ich vorher noch in die Kantine rein muss. Es hieß irgendwas von wegen Cyborg. Ja, doch, das war ich doch, glaube ich. Dann machen wir doch erstmal kurz mal eine klasse Quest. Oh, so viele Elite hier. Das macht Spaß. Ach, die können alle gar nichts. Ja, aber sie halten zumindest mal zwei Schläge aus. Wann krieg ich ein Level up? Meine Fresse. Ja, guck auf deine Leiste. Ja, ich wollte gerade sagen, außer dir weiß das niemand so genau. Ja, das ist irgendwo so ein... Hier, ich keine Ahnung, dem, da ist noch nicht mal mehr ein Abstand. In dem Teil links ist noch eine Frequentin. Ja. Das dauert jetzt aber lang. So, oder Quentin ist das ein Bug seinen... jetzt, oder was? Was denn? Wovon redest du? Da ist das kommt gleich nach der Level. Ja, das ist meistens so. Halt die Maus drüber, dann siehst du, wie viele EP du noch brauchst. Oh, der Kleine. Zu wenig. 300 noch. Ja.
gibt für 300 LP. Wir verprügeln da den armen Reparaturdruiden. Massenmörder namens Uranus. Paul, die hat's angefangen. Ja, ich mach gleich. Prioritäten setzen. Ja, sammeln. Plündern. Das kann Steffi auch. Ja, oder ja, bringt mir nichts. Ist ja schön. Wurme. Ich weiß gar nicht, ob ich dann da rein muss, wenn ich alles zerstört habe, aber ich denke schon. Kommt die Steffi immer noch schnell. Raumhafen machen wir zum Schluss. Ja. Weil da auch die zweite Stufe der H2 drin ist. Stimmt. Ein Paulchen muss erstmal noch genau wie Quentin dahin, wo auch die erste Stufe der H2 ist. Brauch 3 EP. Ich weiß, wo ich hin muss, keine Bange. Brauch gerade mal 3 EP. Jetzt hör doch mal auf, du kriegst sie doch jetzt gleich. Mann. GZ. Endlich. Kleine Heulboje. Selber. Ich jabbel hier nicht rum. 3 EP. Mein. Ja, hallo, 3 EP, die sind. Hau doch nicht immer die R2-Typen um hier. Ja, warum nicht? Das weil ist gleich wie Zapfmeister. Kiste. Jo. So, jetzt runter in die Kantine, beziehungsweise erstmal noch ums Eck für Paulchen. Die bringen sie ums Eck. Wenn du drauf bestehst. Lieferservice, wir bringen sie ums Eck. Olo? YOLO? Nee. YOLO. Dann tun sie hinmachen, Tutentun. Tutentun? Wer putzt dann? Willst du? Nein. Ja, ich mach sicherlich nicht. Bist du eigentlich zum Fensterputzen gekommen? Natürlich nicht. Ich habe so lange faul im Bett gelegen, bis ich beschlossen habe, ach, jetzt brauchst du auch nicht mehr Fenster putzen, jetzt geht gleich die Aufnahme los. Und dann habe ich noch 2 Stunden gezockt mit Ober. Wo ist denn der Paul? Ich sagte Holo. Ja, ich dachte, du skippst das, weil du es schon kennst. Ja, ich kenne es schon, aber ich gucke es mir gerne an, um euch zu erzählen, was ich jetzt erfahren habe. Er trödelt. Dass ich jetzt zu den Koordinaten den Weg finden und so können. Ist vom Trödeldruck. Ja. Programmiert man die Anlage noch nicht um? Ja, da auch nur 2 von uns überhaupt in der Kantina sind. Deswegen. Aber ich habe hier sowieso gerade ein Gespräch erstmal. Seid ihr Banks? Ihr müsst ein paar Daten für mich entschlüsseln und übermitteln. Ihr riskiert hier euren Hals, Jedi. Sobrik gehört jetzt dem Imperium. Die sind überall. Sogar in meinem Kopf. Ich würde euch gerne helfen, aber Darth Lakris hat herausgefunden, wie schnell ich arbeite und zack hat sie mich mit Beschlag belegt. Der ist ein kleines bisschen irre. Alles, was ihr über Darth Lakris wisst, könnte uns helfen. Naja, unser Präsident ist krank und sie hat seinen Job übernommen. Gibt gerne Befehle und ist ziemlich aufbrausend. Ach ja, und sie will euch das Herz rausreißen, weil ihr sie um einen Schüler gebracht habt. Darth Lakris benutzt mein Hirn gerade dazu, einen Datenstrom zu bearbeiten. Wenn ich das unterbreche, um dies hier zu entschlüsseln, ist mir der Schockstock gewiss. Bei meiner Ausbildung habe ich gelernt, mehrere Gedanken auf einmal zu verfolgen. Das könnte nützlich für euch sein. Ich weiß ja nicht. Vielleicht fange ich versehentlich an, die Verflechtungen des Universums aufzulösen oder so. Aber ich versuch's mal. Schließt die Augen und hört mir zu. Ihr müsst eure Gedanken als Lichter sehen, die sich durch die Dunkelheit bewegen. Was ist denn das für ein stupides Geklatsche im Hintergrund? Ich,
Ich glaube, ich kann jetzt zwei Datenströme gleichzeitig bearbeiten. Ich klatsche. Gebt mir die Daten. Ja, so wie in Klatschen. Ja, das ist diese Tanztruppe, die hier zugange ist. Bitte, entschlüsselt und übermittelt. Und Darth Lakris hat nichts mitbekommen. Ich bin euch dankbar, Jedi. Hey, vielleicht kann ich mich von jetzt an betrinken und gleichzeitig arbeiten. Viel Glück, Junge. Gut, das wär's. Sind alle da? Hier ist ein Kopfgeldjäger. Ich drück mal jetzt. Ja. Hat's für alle gezählt? Yes. Ja, sind alle bei mir aufgeführt. Ich finde es ja schön, dass ihr die Kotor-Mucke dann spielt. Klatsch, klatsch. Warum seid ihr jetzt hier reingerannt? Ich habe keine Ahnung. Ich wollte gucken. Ich bin euch hinterher gerannt. So, nächste Guck mal, Phase. Kennt ihr der Kopfgeldjäger, der würde mich mal interessieren. Oh, hallo unser. Was ist denn mit dem? Wir haben noch keine Zeit. Den kann man töten. Ja, und? Was ist das für eine Elite? Ja. Na ja, dann, meine Güte. Ach, sogar ein Champion. Na dann. Ja. Töten! Yay. Der wollte doch nur was Shred. Trinken. Wir sind er Mörder. Wollte. Eiskalte nee. Mörder. Hätte ja irgendwas nee. Geben können. Ach, das macht's besser. Ja. Außer mal ein Kopfgeldjäger, der hätte uns ja verfolgen können. Gell? Ja, das war schon mal zu weit weg für uns. Nee, er hat einfach abgebrochen, bevor er fertig war. Ah, okay. Ich hab grad gemerkt, dass es irgendwie nicht durchgegangen ist. Es kanalisiert, wenn du es drückst. Wo gab's denn noch welche? Vorne muss es welche gegeben haben. Nehmen wir auch die hier. Ah. Und hier Lynx müsste es auch noch eine geben, genau. Ja, da ist auch eine. Lynx. Und Würfel ab. GEZ. Schankedön. GEZ. Bezahle ich gerne. So,
Alles klar. Hier machen wir dann beim nächsten Mal weiter, denn die Zeit ist schon wieder rum. Bis dahin, stay frosty. Bye bye. Tschö.